Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr ausgesucht habt? Ja. Okay. Yo, ho, ho, Bitches! Ich weiß, in den letzten paar Wochen war mein Stil nicht besonders chlorreich, auffällig oder fashionable. Aus dem Grund habe ich mir heute Modeberater engagiert. Allerdings nicht die Modeberater, von denen man ausgehen würde. Naja, bei meinem Budget wahrscheinlich. Diese zwei Jungs werden nämlich heute meine Fashion-Assistenten sein und mich einmal komplett auseinandernehmen. Ne, warte. Und vor allem mich neu einkleiden. Hallo, ich bin Phil und bin 12 Jahre alt. Hallo, ich bin Konstantin und bin 13 Jahre alt. Ich habe gedacht, es wäre eine besonders gute Idee, die Jugend etwas zu integrieren, weil die vielleicht noch einen etwas jüngeren Kleidungsgeschmack haben. Und vor allem, wenn man sich anguckt, wie snatched die heutige Jugend ist im Vergleich zu meinen Kindheitsfotos. Also, ich will nicht lügen, aber ich sah aus wie ein Alien. In welchem Jahr wurdet ihr denn geboren? 2006. 2005. Jetzt fühle ich mich richtig alt. Wie wichtig ist denn für euch im Alltag Mode? Nicht das Wichtigste. Ja. Seid ihr so kleine Carrie Bradshaws? Wurdet ihr schon mal wegen euren Klamotten gemobbt oder besonders begehrt? Nein, also gemobbt nicht. Mobbt nicht. Ich wurde auch noch nie wegen meinen Klamotten gemobbt. Wegen anderen Dingen? Auch wegen meinen Klamotten. Warum? Meine Mutter hat mich eingekleidet und da gab es halt Klamotten von Aldi und Lidl. Warum? Hashtag Fash. Kauft ihr eure eigenen Klamotten oder bekommt ihr eure Klamotten gekauft? Nein, also ich entscheide Klamotten und meine Schuhe zahle ich meiste selber. Du zahlst deine Schuhe selber? Ja. Wie viel Taschengeld bekommst du im Monat? 20 Euro. Wie alt schätzt ihr mich denn? 19? 18? Was sagt ihr denn zu meinem Klamottenstyle oder meiner Mode? Mode. Bitch, can you go home? Ich find's cool, ich sehe auch öfter Bilder von dir. Ich hab dich leider noch nicht davor gekannt. Ich werde dich auch auf jeden Fall abonnieren und auch auf Instagram. So wie du jetzt aussiehst, gefällt es mir. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Geisterbeschwörungsvideo. Was sagt ihr zu diesem Outfit von einer Skala von 1 bis 10? Bomberjacke, ich mag Bomberjacke. Die Kappe sieht cool aus mit den Haaren. 9,5. Und ich gebe dir so eine 7,5. Was sagt ihr zu diesem Outfit? Sieht ein bisschen so sommerlich aus. Und die Jeansjacke finde ich cool. Würdet ihr euch auch so anziehen? Ja. Oh wow, ich brauche euch geil. Was ist denn eurer Meinung nach heute besonders angesagt? Ich habe früher Lidl-Fashion gerockt. Klettert ihr so auf dem Baum? Also habt ihr zum Beispiel auch Spielklamotten? Nee, eigentlich nicht. Bin ich dafür jetzt wirklich so alt? Ich hatte sogar Spielschuhe gehabt. Ich auch, so alte Sandalen. Wie bewegt man sich denn heute, um besonders hip zu wirken? Bisschen eingeschränkt oder so. Im Kopf eingeschränkt? Welche Worte benutzt denn die Jugend heute, um besonders hip und choral zu wirken? Digga, bra und so. Bra? Ja. Bra wie der Büstenhalter? Büstenhalter? Wann hattet ihr euer erstes Handy gehabt? Wie alt wart ihr das? Zählt noch Tablet? Zuerst hatte ich ein Tablet. Okay, ich gehe heim. Früher hätte ich jetzt die Frage gestellt, zählt doch, bevor man die Antenne rausziehen muss. Und euer erstes Handy, war es direkt ein Touchscreen-Handy? Ja. Ja. Habt ihr schon mal an einer Zigarette gezogen? Nee, kenne ich aber jemanden. Und der raucht? Nicht mehr. Nicht? Der hat 10 Mal. Habt ihr schon mal Alkohol getrunken? Ja. Ja. Wart ihr auch schon mal betrunken? Gut, also das, was wir gleich machen werden. Ihr werdet nachher ein Startbudget von 30 Euro haben. Ich habe extra dieses Budget etwas knapp gehalten, weil ich mich an euren Taschengeldern richten möchte. Ich hatte früher Taschengeld 10 Euro im Monat. Ich auch. Ihr dürft frei entscheiden, in welche Geschäfte ihr geht, um mich in eurem Stil einzukleiden. Ihr bekommt dafür diesen Umschlag, da sind 30 Euro eben drin. Wir kommen dann nachher hin wieder zurück und wir werden das Ganze dann bewerten. Ja? So, habt ihr euch schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht, in welche Richtung mein Klamottenstil gleich gehen soll? Bisschen Lifestyle, so New Yorker, vielleicht H&M. Habt ihr irgendwelche Fashion-Inspirationen im Kopf? Irgendwas Buntes, sowas Geflecktes oder so. Gibt's irgendeinen Promi, den ihr verehrt, wo ihr sagt, der hat einen total coolen Stil? Ed Sheeran. Ed Sheeran hat einen guten Stil? Ihr könnt aussteigen. So, ab jetzt seid ihr in charge. Also ihr dürft bestimmen, wo wir hingehen, was wir machen. Übrigens werde ich nichts anprobieren. Das heißt, ihr müsst meine Klamottengröße schätzen. Okay, das schaffen wir. Okay, super. So, wo gehen wir als erstes hin? Was ist euer erstes Ziel? Hier hinten, mit sicher Läden.
einfach mal gucken für dich, was Schönes. Habt ihr irgendeinen Laden, wo ihr unbedingt hingehen möchtet? New Yorker H&M. Da steht 10 Kinder. Das wird sie mir gefallen. Gott sei Dank haben sie es nicht geholt. Habt ihr schon einen Plan, nach dem ihr sucht, oder guckt ihr einfach nur so? Ein bisschen so ein T-Shirt, vielleicht mit so einem coolen Aufdruck hier vorne. Oh, guck mal hier, das ist so mein Klamotten. Ich würde dich direkt durch meine Eltern vorstellen. Hier, das ist geil. Hinterseite. Oh, du würdest gerne was anderes, ne? Schon du? Ich hab eins. Soll ich nicht mehr? Ja, schlecht einfach. Bis drei. Schnapp. Ach komm, mach mal das. Okay, dann holen wir dir das hier. Ja. Was ist das jetzt für eine Größe? Die ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ja. Weiß ich, ob immer okay ist oder nicht. Wenn man das andere abfällt. Ja? Ja. Wie viel kostet das? 9,99 Euro. Cool, das heißt, ihr habt noch 20 Euro für den Rest des Outfits. Ja. Gleichfalls. Wo geht ihr jetzt hin? Da hier in New Yorker, weil das 70, ach hier, da ist New Yorker, 70% Rabatt auf alles. Locker. Und wie fühlst du dich bisher? Ich fühle mich in sicheren und professionellen Händen. Oh jeez. Suche nach Hosen. Die sehen cool aus eigentlich. 9,95 €. Das ist so Griffel ist halt in und cool. Mhm. Die kosten alle 20 Euro. Gucken nach langen, vielleicht haben wir auch was Kurzes. Diese kleinen Hosen, die kosten 30 Euro. Umso weniger Stoff, umso teurer, ne? Und dann gehen wir in einen anderen Laden noch mal gucken. Ich hab was, Alex, das holen wir für dich. Ja, also ich muss sagen, das trage ich meistens, wenn ich alleine bin. Wieso sind Hosen so teuer? Kostet zu viel. Ah, guck mal hier, hier sind noch günstige Jeans. Wir müssen schon mal größer. Weitere 5% auf alle reduziert. Diese kosten, oder? Die ist cool. 10 Euro, ja. Ich glaube, das ist zu groß, oder? Was ist das jetzt für eine Größe? Okay. 28, 32. Ich will nicht sagen, aber das könnte ungefähr passen. Ja. Wollt ihr noch was weiteres hier oder wollt ihr dann in den nächsten Laden? Weil ihr habt dann noch 10 Euro Budget für weitere Accessoires. Mhm, dann gucken wir in einem anderen Laden. Okay, dann. Ihr habt jetzt eine Jeans und ein T-Shirt. Es wäre natürlich noch ganz cool, wenn ihr noch weitere Accessoires hättet, wie Kappe, Sonnenbrille oder was auch immer, was ein Outfit nach eurer jugendlichen Meinung auffrischen kann. Kappe? Dann gehen wir ins Forum. Kappen. 4,95 €. Wäre vielleicht andersrum. Was sagst du? Sieht cool aus, ja. Für mich. Passt zu deinen Haaren. Ja. Dann holen wir ihn. Ach, guck mal, da hinten sind auch noch coole. Sind die teurer? Die sind billig. Ja, die ist gut. Welche findest du besser? Die oder die? Die hier. Die hier? Auch der. Also ihr habt jetzt noch, nachdem wir die Kappe, T-Shirt und Hose gekauft haben, 3,56 € Budget für weitere eventuelle Accessoires, also zum Beispiel eine Sonnenbrille oder was auch immer. Dann gehen wir in den Teddy, das ist billiger. Die direkt perfekte Sonnenbrille. Was ist genau dran? Kannst du die anziehen? Wie viel kosten die? Steht da im Preis? 3 Euro. So, ihr habt noch Restbudget von 51 Cent. Wollt ihr das ganze Projekt ab hier beenden? Sagt ihr, ihr seid zufrieden mit eurem Stil? Oder möchtet ihr noch was für 51 Cent suchen? Ich glaube, ich finde mir nichts. Okay, das heißt, ab jetzt machen wir einen Cut. Wie war das bis jetzt für euch gewesen? Es hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ihr aus meinem Stil machen werdet. So, wir sind wieder zurück im Studio. Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr ausgesucht habt? Ja. Okay, gut. Das heißt, ich muss einmal den ganzen Kram hier anziehen.
Was sagt ihr zu eurem Style? Mir gefällt das T-Shirt. Ja, das passt zu Hosen. Ich finde, das T-Shirt passt zu Kappen. Würdet ihr das auch so anziehen, wie ich es jetzt trage? Ja. Anna, was sagst du zu dem Style? Ich finde es cool, dass die Sonnenbrille irgendwie zum Print vom T-Shirt passt. Das habe ich mir auch gerade eben gedacht. Das hat jetzt gar nicht erwähnt. Ich finde, von der Farbe passt sehr gut. Ja. Ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie, ich gehe jetzt gleich golfen mit meiner Jet-Set-Familie. Ja. Das T-Shirt ist mir tatsächlich ein bisschen groß, obwohl es S ist. Aber die Hose passt mir richtig gut. Also von den Abmessungen habt ihr Jungs einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Und ich finde, ich sehe tatsächlich, und das ist das, was ich bei diesem Experiment bezwecken wollte, von meinem Klamottenstil ganz anders aus als sonst. Sowas würde ich sonst nicht anziehen. Ich sehe tatsächlich auch jünger aus, finde ich. Also ich finde, ich hätte gerne einer von beidseits High Five. Ich finde, ihr habt einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und mit diesen Worten möchte ich dieses Experiment auch beenden. Wenn ihr mehr von den beiden sehen möchtet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, unter deren wunderschönen Gesicht euch den Instagram-Account anzuschauen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin! Wisst ihr meinen Abschiedsspruch? Ich hab den gehört, aber ich hab's vergessen. Studio! Bitches! Let's go.